Lange wurde ich darum gebeten, aber nun erfülle ich den Wunsch endlich und zeige den LAV 15090, weil natürlich der ein oder andere immer interessiert daran ist, um zu sehen, macht denn so ein Panzer Credits und wenn ja, wie viel und wie verhält er sich so im Spiel? Lohnt sich für mich, den zu kaufen? Und natürlich helfe ich da gerne weiter. Wir schauen uns diesen Panzer natürlich auch nochmal im Detail an und sehen, es ist ein klassischer Jagdpanzer. Und die Chronik ist wie folgt. Dieses in den USA entwickelte, leicht gepanzerte Fahrzeug wurde zwecks Verbesserung der Feuerkraft des LAV 150 kreiert. Der unter dem Spitznamen The Commando bekannte LAV 15090 besitzt einen 90mm Cockerill MK2 und einen verbesserten Geschützturm. Gebaut für den heimischen Markt und für den Export wird dieses Fahrzeug gegenwärtig von Regierungen in der ganzen Welt eingesetzt. Also dieses Fahrzeug ist nach wie vor im Einsatz, kostet 925 und Alpha-Schaden ist so im, naja, sagen wir mal im Mittelfeld anhaltenden Schaden, 2303 Schaden pro Minute. Wir haben Katloy-Stahl von der Wanne, der Schutz ist eher überschaubar, aber dafür eine sehr schöne Endgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, 0 auf 32 in 3,75 Sekunden und auch mit der Tarnung kann man arbeiten. Aber nun genug von der Theorie, wir springen zur Praxis. So, also KT Pipelines haben wir bekommen. Wir sind hier mit unserem Tier 3 im oberen Bereich. Gibt nur noch 2er und bei unserem Team sogar noch ein 1er. Den hat der Gegner nicht. Dafür haben wir ein 3er mehr. Also, fairer Deal. Pipelines als Karte. Wirklich angenehm, muss ich sagen. Spiele ich gerne. Und hier haben wir jetzt unseren bereiften Freund in Farbe und Bunt. Und eine Sache sollte man vielleicht dazu sagen, also jeder, der jetzt meint, man kann hier mit dem Ding schön drehen wie mit einem normalen Panzer. Nee, nee. Hinten die Achse ist starr. Vorne, die hat natürlich eine klassische Lenkung. Das heißt, man muss wirklich manövrieren, um irgendwo hinzukommen. Aber das werdet ihr jetzt schon im Gefecht dann auch gleich sehen. Knapp 6 Sekunden Reload. Und wie gesagt, eine schöne Mobilität und Endgeschwindigkeit. Ups, Baum. Da war das Wasser. Und ja, die Geschwindigkeit, die macht auf jeden Fall Spaß. Da kann man sagen, was man will. So, und jetzt will ich hier nicht zu stark vorpreschen, sondern irgendwo mal mich so ein bisschen niederlassen und dem Spielgeschehen meinen Stempel aufdrücken. Das heißt, wir werden hier einfach mal diese Stellung einnehmen und schauen, ob wir da irgendwo einen Gegner sehen, ob vielleicht unser Team hier vorne da was aufmacht, aber sieht aktuell nicht so aus. Alles, was offen ist, ist für uns deutlich zu weit weg. Dementsprechend also weiter nach vorne. Am Kartenrand entlang. Vielleicht kann man ja was aufdecken. So wie da. Und jetzt Rückwärtsgang. Weg hier. Ne, da sind sie abgeprallt. So, da habe ich den einen schon gut was einstecken können. Hier vorne gehen so ein paar Gegner auf. Das sollte meinem Team eigentlich ganz gut helfen, dass die hier so da wirken können. Jetzt werde ich versuchen, mal so meine Position zu nehmen, dass ich ab und an wirken kann und mich dann zurückziehen. Und zwar hier vorne vielleicht. Da habe ich mal ein bisschen was gespottet. Und kritischer Treffer, aber kein Schaden, leider. Bin offen, muss ich warten. Arti ist keiner im Spiel, deswegen kann ich hier ruhig so stehen bleiben. Jetzt bin ich wieder zu.
Aber jetzt haben sie sich zurückgezogen. Aber den konnte ich schön eine geben. Wir warten wieder, bis wir nachgeladen haben und bis wir nicht mehr erspäht sind. Das ist nun der Fall. Und dementsprechend hoffen wir, dass der Gegner hier nochmal rausschaut. Ja. Der hat doch auch gut gesessen. Nun fährt der andere da auf den Gegner drauf. AMX, oder? Ne, schade, ich dachte, der könnte klappen. Aber ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen unterstützend wirken. Ah, der war knapp daneben. Aber auch bekanntermaßen ist das auch vorbei. Jetzt muss echt er hier aufpassen, weil er steht da so ziemlich mittig auf dem Feld. Und wir liegen auch hinten. Nee, der hat nicht geklappt, aber wenigstens habe ich ihn gespottet. Mal den Rauch an. Ne, so leicht lasse ich mich von dir bestimmt nicht hier aus dem Spiel nehmen. Ne, der hat nicht getroffen. Ah, Mist. Schade, schade, habe ich mich ein bisschen von dem T62 hier anstecken lassen. Hätte einfach mal hinten in meiner Stellung verharren müssen. Die war eigentlich ganz gut. Aber da wollte ich meinem Team einfach dienlich sein und helfen. Und da hat mich der Patton natürlich rausnehmen können, weil so ein LRV hält einfach nicht viel aus. Der war auch sehr optimistisch, würde ich mal so sagen. Mal schauen, ob mein Team das vielleicht aber hier noch das Ruder rumreißen kann. 4 zu 6. Aber der Gegner hat halt noch 3 Dreier und 2... Ah, jetzt nur noch 2 Dreier und 2... 3 Zweier Panzer. So, aber hier ist der AMX da stark unter Druck. Der LRV hier hat es auch nicht wirklich leichter. Mal schauen, mal schauen. 3 zu 4 lediglich nur noch. Wobei 3 Gegner hier drüben sind und einer ist davon hier drüben. Na, was er jetzt macht, ist nicht so clever. Da hat er nämlich die ganzen Gegner und da ist er eigentlich rechts. Der müsste doch... Ja, da wird auf ihn geschossen, aber er nutzt hier das gar nicht in der Form aus, dass er irgendwas Produktives dazu beitragt. Auch die HP des Teams sind sehr reduziert. Da am X schießt er dem Objekt ins Heck, aber das Objekt hat alle Zeit der Welt, den M4 rauszunehmen. Und, oh Gott, war das mau vom AMX. Ja, nee. Das ist eine verdiente Niederlage unterm Strich. Wir schauen mal im Vergleich zu meinem Team, wie ich mich mit dem LRV schlagen konnte. Wenigstens ein Kill gemacht. Wie gesagt, dann da ein bisschen verleiten lassen. Aber auch das soll vorkommen. Vom Schaden hoffe ich, dass wenigstens so ein bisschen was war. Dass so ein paar Credits rauskommen dabei. 1200 Schaden, 777 Schaden, 5 erspäht. 58.000 Credits und beim Team war ich auf Platz 4 von den XP. Ja, und auf Platz 5 vom Schaden her. Also nicht die aufregendste Runde, aber unterm Strich denke ich doch immer noch sehr überschaubar und ich hoffe, denjenigen, den es so stark interessiert hat, wie der LRV ist, konnte ich hier eine kleine Inspiration geben. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Karamba.